Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Monstera richtig umtopfen kann. In der Regel ist es alle 2 bis 3 Jahre soweit, dass die Pflanze für den vorhandenen Topf einfach zu groß wird und dann in einen nächstgrößeren Topf umziehen möchte. Ihr erkennt das meistens daran, dass oben schon Wurzeln rauskommen oder wenn ihr hier so einen Übertopf bzw. Untertopf habt und dann schon seht, dass hier unten die ganzen Wurzeln auch rauskommen. Dann wird es Zeit dazu, die Pflanze einfach umzutopfen. Gelbe Blätter zum Beispiel können auch auf Mangelerscheinungen hindeuten. Auch das ist ein Indiz dafür, dass die Pflanze umgetopft werden muss. Und der beste Zeitpunkt dazu ist nach dem Winter, also im Frühjahr dann. Wenn allerdings jetzt andere Faktoren vorliegen, wie Schimmelbildung im Erdreich oder ihr habt einen Schädlingsbefall in der Erde zum Beispiel, dann könnt ihr das auch das ganze Jahr über machen, weil dann muss schnell gehandelt werden. Ich topfe jetzt meine Blume ganz normal regulär um. Ich möchte auch hier so einen Rangstab nehmen, das mag die Monstera eigentlich ganz gern. Und ja, achtet darauf beim Umtopfen, dass ihr nicht die Pflanze zu sehr beschädigt. Eins möchte ich auch noch anmerken, das sind hier diese Luftwurzeln. Manche Leute finden die nicht schön und schneiden die an und wundern sich dann, dass die Pflanze nicht mehr wächst oder auch schlimmstenfalls eingeht. Das sind Luftwurzeln, die sind enorm wichtig für die Pflanze und müssen natürlich dranbleiben und schneidet sie halt somit auf gar keinen Fall ab. Ja, soweit erstmal zum Vorgeplänkel und jetzt werden wir die Pflanze umtopfen. Als Bestes eignet sich dazu Rhododendron-Erde. Die Monstera mag dieses Erdgemisch relativ gern und ja, wächst und gedeiht darin auch ganz gut. So, zum Umtopfen nehmen wir jetzt unsere Pflanze hier vorsichtig aus dem alten Topf raus. Achtet darauf, dass ihr die Wurzeln nicht beschädigt. Ich habe jetzt hier unten schon ein bisschen Erde reingemacht. Es empfiehlt sich eigentlich auch eine Drainage aus Tonschicht unten anzulegen. Das mag die Pflanze auch ganz gern. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Meiner Pflanze hat es jetzt auch nicht geschadet. Wer es machen will, kann es machen. Soll der Pflanze ganz gut tun. So kann man halt auch Wurzelfäule vorbeugen. Aber wenn man beim Gießen immer gut aufpasst, dann kann eigentlich auch da nichts passieren. Und ja, ich gebe jetzt meine Rhododendron-Erde hier mit rein. Achtet darauf, dass ihr das alles so ein bisschen mittig auch macht. Ich muss jetzt auch den Rangstab gleich noch so ein bisschen ausrichten, damit die Pflanze sich dann hier so ein bisschen hochranken kann. Beim nächsten Umtopfen wird der Rangstab dann wahrscheinlich auch schon zu klein sein. Ich werde einen etwas größeren da reinmachen. Das ist aber aktuell jetzt noch kein Problem. Wie man sieht, geht es momentan noch. So soll die Pflanze dann da drauf wachsen. Wenn es jetzt hier nicht hält, kann man es auch vorsichtig natürlich noch mit einem Band fixieren, dass die Pflanze dann auch so hält. Er macht den Topf auch nicht zu voll mit Blumenerde. Ihr müsst immer so eine gewisse Gießkante haben, damit kein Wasser überläuft. Viele machen das wirklich, dass sie den Topf bis zur Kante voll machen. Das ist natürlich nicht gut, weil wenn ihr dann doch mal einen Schluck mehr Wasser reingießt, weil ihr vielleicht mal vergessen habt, die Pflanze zu gießen, läuft euch die Suppe gleich über. Und daher macht so, wie ich es jetzt hier in dem Fall gemacht habe, lasst eine kleine Kante. Dann habt ihr auch ausreichend Platz, um eure Pflanze vernünftig zu gießen. So, meine Monstera ist jetzt umgetopft und wer möchte, kann sie jetzt auch gleich so ein bisschen in Form schneiden, wenn Bedarf dafür da ist. Hier in dem Fall jetzt nicht, die ist noch recht klein, die Pflanze. Habe ich übrigens auch selbst vermehrt von meiner anderen Monstera, wo ich auch schon mal ein Video drüber gemacht habe. Falls ich daran denke, verlinke ich das an der Stelle hier. Wenn nicht, erinnert mich unten in den Kommentaren mal dran, dann kann ich das natürlich nachholen, falls ich es mal wieder vergesse. Wir gießen die Pflanze jetzt einmal an, damit sich das Erdreich so ein bisschen um die Wurzeln von meiner Pflanze auch noch legen kann. Das ist auch mal ganz wichtig. So kann sie sich auch wieder schön selbst bewurzeln. Versucht Staunässe auf jeden Fall aber zu vermeiden beim Gießen. Das mag die Pflanze nicht. Was jetzt auch nicht gut wäre, wenn die Pflanze jetzt direkt nach dem Umtopfen irgendwo einen Stellplatz kriegt mit direkter Sonneneinstrahlung. Das ist auch erstmal nicht mehr gut. Wenn ihr der Pflanze was Gutes tun wollt, sprüht sie mal so ein bisschen mit einer Sprühflasche mit feuchten, also mit Wasser, sodass sie feucht gehalten wird. Das mag die Monstera ohnehin recht gern. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Oder ihr schreibt mich über Instagram oder Facebook an. Die beiden Kontaktinformationen habe ich euch unten auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Auch da könnt ihr mich, wie gesagt, gerne anschreiben. Und wer möchte, kann natürlich auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!